So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Natürlich gibt es keine Raid Mania mehr, ihr könnt mich nicht einladen. Trotzdem kriege ich jeden Tag mindestens 5 Einladungen von Dick, Kekslord, egal zu welchem Raid, momentan Terrakium. Finde ich cool, freue ich mich immer, aber kann halt nichts mitmachen. Grüße raus an den Tick Kekslord, dass du da immer an mich denkst oder in deiner Verzweiflung einfach jeden einlädst, der gerade online ist und ich gerade online bin und das sehe und dann, ja. Wir haben auf jeden Fall jetzt wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Ich muss heute auch eigentlich noch ein Video machen über die Dezember News. Ich habe auf eine schöne Grafik gewartet, die gab es leider nicht. Also müssen wir uns jetzt aus dem, was das da ist, was zusammen... Weil morgen ist ja schon wieder Raid-Boss-Wechsel, dass ihr überhaupt wisst, was morgen kommt und wie es weitergeht und was meine Ziele sind. Und ich muss erstmal auch gucken. Jetzt aber nicht viel schnacken, Kopf in den Nacken und Highlights der Woche plus Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche beim Dubstep Rayman mit deutscher Pokéball. Den kennt ihr bestimmt alle aus eurer Kindheit, ne? Pokémon ist so ein Kindheitsding. Babybell auch, deutscher Pokéball. So sieht er bei uns aus. Fand ich witzig. Dann haben wir Dantro. Mein Schocker der Woche gerade einfach so getauscht, ohne Glücksfreund zu sein. Das letzte Regionale, was mir noch in Perfekt gefehlt hat. Das war auch das letzte, was mir gefehlt hatte. Habe ich dann durch, ich glaube Borki oder so bekommen, fand ich richtig brutal. Jetzt ist es weg. Glückwunsch an das Glückskurelei, obwohl ich, ihr wisst ja, wie ich zu diesem Glückshintergrund stehe. Gerade bei so kleinen, mickrigen Pokémon gefällt mir das meistens gar nicht. Dann habe ich aus einer Feldforschung 100% Pamu bekommen, habe das Julchen genannt für die Paldea-Streams, die wir hatten. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wollte ich ja nur Pokémon nehmen, die ich gar nicht kenne. Pamo war neu, ich wollte ein Elektro-Pokémon nehmen, habe das genommen, das habe ich Julchen genannt, also habe ich jetzt im Spiel das 100er, was ich aus der Feldforschung habe, auch Julchen genannt. NetGhost aus dem Community-Raid hier ein Shiny Terrakium bekommen, natürlich wird es morgen auch wieder ein Community-Raid geben mit, ich glaube Regiram ist morgen drin, aber dazu folgt ja eigentlich noch ein Video dann. Daniel Love, 100% Glücks Eviltal, yeah! Eviltal, so, aus Klagenfurt am Wörthersee, Glückwunsch dazu, ist auch ein starkes, nützliches Pokémon, was man haben möchte. Aluhut mit dem Shiny Tauboss, Shiny Traunfugil, Shiny Lilmenip, Shiny Monozyto, Shiny Schlurp, Shiny Skorgler, Shiny Magnetilo, da wird das Bild gleich wieder stumpf und dunkel. Marco FedEx, 100% Terrakium, am 25.11. Am 26.11. 100% Terrakium und am 28.11. 100% Terrakium. Wie viele hast du jetzt schon? 6 Stück? Ist die Armee schon voll? Wie viele XL hast du? Was machst du damit? Der muss ja wirklich so viel raiden oder so viel Glück haben, aber ich glaube, er raidet halt viel. Aber in dem viel Raiden halt auch trotzdem noch viel Glück. Das wäre schon eigentlich Schocker der Woche wert. 300% Terrakium in so kurzer Zeit hintereinander. Sören, 100% Glücks-Shiny Ferkuli hätte ich direkt verschickt, weil was brauche ich, ein 100er Shiny von Ferkuli? Nix. Und als Glücks-Shiny für mich auch wertlos. Aber Leute sammeln das, Leute freuen sich da. Er freut sich zumindest, so wie man es hier sieht. Lauterbach, Hessen hier, ja, ein Sparschwein zu mitnehmen. Blood and Tears, Motto der Woche, weniger ist mehr. Hat ein Shiny Mamfaxo gebrütet. Sieht doch so viel besser aus, als wenn das diesen dreckigen Hintergrund hat. 100% Krokel. Da nochmal danke an Sarina, die mir verraten hat, dass hier in Meiningen ein 100% Krokel sitzt. Das konnte ich mir dadurch holen. Auch wenn es eine halbe Stunde schon später war, saß das immer noch. Jetzt habe ich auch ein 100% Krokel und damit auch die Paldea Starter ein 100% zusammen. Shiny Terrakium hat sie noch mitgenommen, Shiny Monozyto mitgenommen, Tiso hier mit einem 100% Monozyto, das ist auch cool, aber irgendwie glaube ich auch unnütz. Dann haben wir Marius, den Pimmelberger, der hat ein 100% Shiny Skorgler gebrütet aus einem Ei, das ist auch krass, erstmal muss ein Skorgler drin sein, dann muss es ein 100er sein. Dann muss es ein Shiny sein und dann muss es ein 100er Shiny sein und ist eigentlich auch schon wieder Material für Schocker der Woche, aber ihr seht, da sind so krasse Sachen dabei, wo ich mich gar nicht entscheiden kann. Chefe24, vielleicht mal ein anderer Schocker der Woche. Das ist der Vorteil, wenn man wo wohnt, wo kaum einer die Showcase spielt. Ich habe sie auf Platin.
immer Platz 1 zu sein, steigert die Medaille, gibt gut Belohnungen. Wenn du aber keine Mitspieler hast und gefühlt der Einzige bist, der da drin sitzt und deswegen Platz 1 bist, sind die Belohnungen trotzdem nicht so gut, wie sie wären, wenn du Platz 1 bist, wenn 200 andere da sind. Ja, es ist schwieriger, Platz 1 dann zu werden, aber es gibt trotzdem bessere Belohnungen. Also irgendwie wurde das ja schon mal bekannt, dass je mehr Leute mitmachen, es bessere Belohnungen gibt, wenn man auf den vordersten Plätzen ist. Je weniger Leute dabei sind, gibt's halt was, aber halt nicht so gute Sachen, wie wenn da mehr mitmachen. Ich habe aber schon etliche gesehen jetzt, die 100 Pogel-Stop-Showcases gewonnen haben. Deswegen für mich jetzt auch nicht der Schocker. Er hat ja, wie gesagt, einen kleinen Vorteil. Bei mir ist es sowieso auch so ähnlich. Hessberg, ne, ist kleines, abgelegenes und da ist auch nicht so viel los, wie wenn ich sehe mit Dennis immer. Und wenn der jetzt hier sitzt und dann immer gleich 130 andere Leute auch noch am Start sind, also es ist halt wirklich ein Unterschied. Da wirst du wieder bevorzugt, benachteiligt, je nachdem, wo du auch wohnst. Genaya hier, 100% Blip aus Erding, Erding Wrestling Show. Aber durch Tauschehalten von Schick Schicki. Wohnt er da? War der auch schon mal bei der EBS? Schreib's mal in die Kommentare. Dann nochmal aus dem Tauschehalten 100 Electek, sogar ein Glücks. Ihre Shiny-Ausbeute vom C-Day, 20 Stück, hat sie da mitgenommen. Kaiser Kai zum Glück noch bekommen. Der wollte ja unbedingt Kobalium haben, da musste ich den auch ein bisschen mit einladen und so. Hat jetzt das Shiny Kobalium noch eingetütet mit der Seerobbe da am Hals. Das sieht auch immer cool aus. Dann ein Molly Morba mitgenommen aus dem Abenteuerrauch, den ich gefühlt nie nutze, aber ihr seht, das lohnt sich, da ist auch ab und zu mal was drin. 100% Amarino, endlich mal wieder was Gutes bekommen. Ist aber, glaube ich, trotzdem ein nutzloses Pokémon. Shiny und 100er bei nur 10 Raids und ein Lucky Tausch. Der Cutter 011 Account hat einfach zu viel Glück. Manche machen 80 Raids, bis sie das Shiny bekommen. Manche machen 800 Raids, bis sie das 100er bekommen. Bei 10 Raids Shiny und 100er zu haben, ist eigentlich auch schon wieder Schocker der Woche, aber konnte man nicht machen. Hat sich gelohnt, nochmal loszuziehen, trotz Dunkelheit. Bin auch echt zufrieden mit dem Werden. Hier noch ein 96er Shiny Terrakium, das dann wieder auf dem Hauptaccount. Erzengel Michael aus der Wildnis, Shiny Lampi mitgenommen, aus einem Ei, 100% 100% Cognodon. Als Ramaido natürlich richtig krasser Gesteinsangreifer aus der Wildnis. Molly Morba auch in Shiny. Dann haben wir hier beim Andy Vorbeck Shiny Krypto Zobiris, Hystro, Alexander Ahringer, meine Community Day Ausbeute von Voltilam Classic in Pokémon Go. Ist immer sehr ausführlich. 6 hat er mehr als ich, perfekt. Hast du 3 Stunden gespielt? Ich hatte eine. Das ist ja fast, da können wir ja Konkurrenz miteinander machen. Zu wild, was für Raid am Mittwoch, hat hier auch bei 10 Terrakium Raids das 100er abgegriffen, wo andere einfach 500 brauchen. Benjamin hat auch den Schocker der Woche versucht zu holen, indem er Genaya imitiert. Das kann er sehr gut, wie ich hier feststelle, dass er einfach was schreibt und dann wieder alles zurückruft. So sieht es bei Genaya im Gespräch auch immer aus. Hat hier aber dann noch, natürlich gibt es das Hass-Shiny in gut, Kotz 98%, hat er mitgenommen, dann hat er wieder Challenges gemacht, wieder Duo-Raids gegen Terrakium vor allem. Dieses Mal ist die Challenge, Terrakium im Duo mit allen Typen zu schaffen, die stark gegen Terrakium sind. Zuerst Mewtwo, also Psycho. Boss hatte Katapult, Steinhagel, kein Wetterboost. 79 Sekunden Restzeit. Nummer 2 Duo mit Metagross, also Stahl. Boss hatte wieder Katapult, Steinhagel, wieder ohne Wetterboost. 71 Sekunden Restzeit, war Psycho auf jeden Fall besser. Nummer 3 Duo mit Kampf. Boss hatte Katapult Nahkampf, wieder ohne Wetterboost. 42 Sekunden, es wird schon knapper. Dann nun das Duo mit Boden. Boss hatte Zen Kopfstoß Nahkampf durch 2 Proto Groudon hier halt doch Wetterboost. Also die Bodenteams, da waren es 93 Sekunden, das ist bisher das beste Ergebnis, aber ist wie gesagt auch geboostet gewesen durch die Protos. Nun das Duo mit Pflanzen, Pokémon, gemeistert, halt wieder Boost durch Proto Groudon. Proto Groudon aber nicht fürs Kämpfen benutzt, nur im Team für einen Wetterboost. Der Boss hatte Katapult, Steinhagel, 68 Sekunden über. Also wenn ihr mal fragt, schafft man den zu zweit, fragt Benjamin Engel, der macht gefühlt immer alles zu zweit. Dann hat er hier noch ein Bier ausgebrütet in Shiny, kann man mal mitnehmen. Dann haben wir hier noch 100% Panzer Aeron aus der Go Battle League bekommen, plus noch ein Terrakium hinterher aus der Go Battle League.
Nun auch Terrakium mit Wasser im Duo geschafft. Also das hat ja so viele Schwächen. Boss hatte Doppelkick, Nahkampf und Kampfattacken. Hatten wir da Boost. So, 108 Sekunden, das ist, glaube ich, das beste Ergebnis. 108 Sekunden über. Nun auch das letzte Duo mit Fee geschafft. Ist immer noch eins übrig, siehst du. Boss hatte Zen Kopfstoß, Nahkampf, Fee hatte Wetterboost und das ist sein Nutella Adventskalender. Ich habe mich immer gefragt, wer sowas kauft. Jetzt wissen wir es, der Benjamin. Hier 96 Sekunden übrig bei Fee. Natürlich auch hier Krypto, gerade war wieder, aber hat ja jetzt nicht jeder, ne? Annika, Arctos Dani Account, 100%. Felino, 100%. Chanera, 100%. Molly Moore, bar. 100% Schubbelt, getauscht, Lucky, Lützen. Dann nochmal auf den Zapdos Annika. Wenn das wild war, 220, ja, kann man das natürlich bei jedem holen. Dann 100% Praktibalk. Da kommt ja jetzt wieder das Super C-Day im Dezember. Vielleicht dann entwickeln für die Super C-Day-Attacke, aber vielleicht auch nicht. Jan Lange hier auch 100% Terrakium, Shiny Adeboom. Mitgenommen auf einem kleinen Account, sage ich mal, so wie es aussieht. Heiko hat innerhalb von einem Jahr war sein Ziel, die 1 Milliarde EP zu erreichen. Hat er jetzt hier gemacht. Sind das überhaupt 1 Milliarde? Wo ist denn hier die Billion? Die Billion, die Milliarde, die Trilliarde, die Ziel. Da blickst du nicht durch. Da habe ich ja total falsch gelegen oder vielleicht auch keine Ahnung. 364 Tage für eine Milliarde EP. Ja, Millionen. Nach 300 Millionen kommt eine Milliarde. Wir machen schnell weiter zu Daniela. Hallo, habe genau einen Tag von meinem zweijährigen Pokémon Go Jubiläum Level 50 erreicht. Freue mich so. Danke für deinen Einsatz und danke auch an Thomas. Thomas, danke natürlich auch von meiner Seite aus. Da freut sie sich. Die macht nämlich immer mit bei den, das ist der Gasball-Kopfine, bei Raids für Zuschauer. Guckt in den Streams immer mal rein. Hier mal Cumulus mit Monozyto, Shiny mitgenommen, Schlurp, Shiny mitgenommen, Lenzard, Shando, leider nicht am Main. Freue mich aber sehr darüber. Ich glaube, so einen habe ich auch auf irgendeinem kleinen Account rumfliegen. Gerade das Zirkuszelt in 100%. Lenzard, 29 Shinies. Mega Groudon. Kann eine Box kaufen für 3750 mit 50 Glückseiern drin, hat aber noch 146. Wozu? Mach mal schnell weiter. Baloo, Ferkuli, Shiny, Skalück, Shiny, Laura bedankt sich bei der Shenaya für die geschenkte Mitgliedschaft. Das ist auch sehr schön. Hat ihr noch 100% für Filori mitgenommen. Dann ein Shiny Smetbo bekommen. Ein 98er Shiny Knackrak aus dem Raid Day 2 bekommen. Das ist der beste gewesen. Dann ihre Ausbeute vom Sea Day. Noch ein Schnuthelm mit drin. Das Beste war hier ein 98er Voltilam. Und dann der Alpa. Hey, für die Highlights eventuell sogar Schocker der Woche. Bei mir zeigt das nichts an. So, da hat er bestimmt jetzt was geschickt mittlerweile. Jetzt habe ich auch das Video schon aufgenommen. Das können wir ja nächste Woche mal gucken, ob wir sehen, was der Alpa geschickt hat. Jetzt waren das die Highlights. Wir kommen aber noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, Adi Schatz mit dem schwarzen Gummimund. Nein, sondern von Marco FedEx. Ganz viele Brutmaschine, schreibt er hier. 844. Woher hat er denn hier Platz für 844 Brutmaschinen? Dann seht ihr hinten plötzlich 1002 super Brutmaschinen. Wie? Warum? Weshalb? Ich dachte, er ist Raider. Jetzt ist er auch noch Brüter. Brüterlich im Geiste. Also, ja. Da müsst ihr mal umrechnen, wie viel Geld das ist, wer so viele Brutmaschinen hat und was man damit macht. Da sind die Glückseier von eben ja nichts dagegen. Also, ja, perfekt. Also, ich habe keine Brüder. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich muss das erstmal sacken lassen. Mir fehlen da die Worte zu. Ich kann da gar nichts sagen. Deswegen ist das für mich Schocker der Woche. Hier fast 1900 Brutmaschinen. Die sind aus Versehen wohl in einer Raidbox mit zusätzlich drin gewesen. Und deswegen sieht das... Licht ist schon aus. Licht ist aus. Wir gehen nach Haus. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und ciao.